Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMU-Video. Freunde, heute befassen wir uns mit den negativen Punkten des BMW E46. Doch bevor wir uns kritisch mit dem E46 auseinandersetzen, möchten wir euch darauf aufmerksam machen, dass wir noch einige wenige streng limitierte Poster des legendären BMW E46 M3 CSL auf Lager haben. Diese können einzeln oder auch im Mystery Bundle mit einem nie in Serie gegangenen BMW bestellt werden. Ihr denkt, das war alles? Ha, falsch gedacht! Beim Kauf eines BMW E46 M3 CSL Mystery Bundles legen wir noch zwei BAFMU-Sticker gratis obendrauf. Die Poster sind bis zum 12.04. vorbestellbar, also das perfekte Ostergeschenk. Nun weiter zum Video. Welche 5 Punkte im Laufe der Zeit für viele Probleme sorgten und gegen einen E46 sprechen, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Beginnen wir mit dem ersten Punkt, den Achsen. Die Achsen, insbesondere die hintere, sind wohl die anfälligsten in der ganzen 3er BMW-Geschichte. Diese hatten die unschöne Angewohnheit, dass die Aufnahmepunkte zu starker Rissbildung neigten. BMW behob dieses Problem zwar bei den meisten Modellen durch eine kostenlose technische Aktion, doch weigerten sich unerklärlicherweise manche E46-Besitzer damals schlichtweg, diesen kostenlosen Service in Anspruch zu nehmen. Am häufigsten ist dieses Problem bei 6-Zylinder-Coupé-Modellen zu finden. Diese sind ganz besonders anfällig für Risse an den Aufnahmepunkten und wohl auch leider für Vorbesitzer, die Briefe der BMW AG für eine kostenlose Reparatur ignorierten. Sollte euch sowas nicht abschrecken, ist bei der Probefahrt ganz besonders darauf zu achten, ob es Geräusche aus dem Bereich der Hinterachse gibt und das Fahrverhalten schwammig ist. Besser noch, direkt auf die Bühne mit dem Wagen. Nummer 2. Die N-Motoren, welche in den Facelift-Modellen der 316 und 318er Modelle zum Einsatz gekommen sind, sind absolute Katastrophen der Motorengeschichte von BMW. Es gibt keine Motoren, die jemals in Serie gegangen sind, die bei BMW mehr Probleme verursachten. Bei den ersten N-Motoren N40 und N45, die noch ohne Valvetronic-Steuerung hergestellt wurden, gab es massivste Probleme mit der Steuerkette, was zur Kettenlängung und reihenweise zu kapitalen Motorschäden führte. Ab Einführung der ersten Valvetronic mit der N42 und N46 Reihe wurde das Kettenproblem leider keineswegs behoben oder nennenswert verbessert und eine neue Fehlerquelle, nämlich die vorhin angesprochene Valvetronic, hinzugefügt. Somit haben wir hier zusätzlich zu den sowieso schon vorhandenen Krankheiten auch noch massive Motorprobleme, die schnell den Fahrzeugwert von gebrauchten 316 und 318 Facelift-Modellen übersteigen können. Sie stellen sich also schnell als Fass ohne Boden heraus. Nummer 3. Häufige Probleme mit dem Kühlwasserbehälter. Fast jeder E46-Besitzer kennt oder kannte es. Man geht zum Fahrzeug und die Kiste war mal wieder nicht stubenrein und hat alles vollgesaut. Direkt weiß man, ah, der Kühlwasserbehälter ist mal wieder undicht. Leider passiert dies sehr häufig beim E46, insbesondere beim Vorfacelift. Ebenfalls eine lästige Angewohnheit ist, dass der Behälter oder sogar der Kühler an diversen Stellen gerne mal aufplatzt. Meist ohne Vorwarnung und wie man sein Glück so kennt, auch meist dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Kommen wir zum vorletzten Punkt, Punkt Nummer 4. Der Softlack im Innenraum ist, was die Langzeitqualität betrifft, nicht gerade die Kirsche auf der Sahne. Sehr, sehr viele E46 haben starke Blasenbildung und Abplatzer im Innenraum, was diesen sehr heruntergekommen wirken lässt. Dieses Problem ist zwar sehr kostengünstig und leicht zu beheben, nervig ist es dennoch und hätte bei einem Mittelklassefahrzeug eines Premium-Herstellers besser gelöst werden sollen. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, wollen wir unsere treuen Zuschauer darauf aufmerksam machen, dass wir für euch einen kleinen Rabattcode im Video versteckt haben. Gebt ihr bei eurer Bestellung während des Aktionszeitraumes den Code COMPETITION ein, erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Zu guter Letzt Punkt Nummer 5. Die Elektronikprobleme nahmen beim E46 natürlich auch kein Ende. Teilweise sehr laute Relaisschaltungen oder gar defekte Relais, ganz besonders bei der Zentralverriegelung, ärgerten bereits viele E46-Besitzer. Dazu die häufigen Ausfälle vieler Sensoren und schon ist die Diskothek im Kombi-Instrument eröffnet.
Ist euer geliebter E46 schon selbst Opfer dieser Problematiken geworden? Lasst es uns oben rechts in der Umfrage wissen. Ein Herz für Problemkinder und wir geben weiter an die Endcard. So Freunde, das waren 5 Punkte, die gegen ein BMW der Modellreihe E46 sprechen. Doch bevor wir zum endgültigen Abschluss kommen und aufgrund vieler rosaroten Brillenträger im letzten Video dieser Art, das Auto bzw. das Modell wird hier nicht schlecht geredet und niemand redet von genau den 0,01% rostfreien, seit 500.000 Kilometer ohne Wartung super laufenden Ultra Hardcore im Einsatzzustand mit Handguss von Merkel, Putin und Kim Jong-un erhaltenen E46er. Nein. Wir reden nur von der Norm und von den 99,99% der Modelle, die im Laufe ihres Lebens mal mit einem dieser Probleme auf irgendeine Art und Weise konfrontiert waren und nicht von imaginären Wunschfahrzeugen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an diesem Video. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMU-Crew.